Haarspraydose wurde einer Frau aus dem Arsch entfernt. Chirurgen waren schockiert, als sie gezwungen waren, die Haarspraydose aus dem Arsch der Frau operativ zu entfernen. Die Frau war in einer Klinik in Rumänien und weigerte sich zu verraten, wie die Haarspraydose in ihrem Arsch stecken geblieben war. Wen juckt das? Ist es nicht scheißegal, wie es passiert ist, Menschenskind? Die Spraydose ist drin und muss raus, verdammt nochmal! Im Röntgenbild sah das sicher geil aus. Wenn die Frau sagt, es handelt sich um eine Haarspraydose, dann glaubt ihr das doch einfach! Ich wüsste gern, was das für ein Haarspray war. Hoffentlich Wella Taft. Das gibt dem Dünndarm natürlich einen Halt. Wenn die Frau sowas in den Arsch gesteckt hatte, wer weiß, was sie schon alles in der Muschi hatte. Vielleicht einen Föhn oder einen ganzen Frisiersalon. Ja, und ihr Freund, der kriegt dann automatisch einen Haarschnitt mit Shampoo. Also, ich finde das gar nicht gut, wenn man sich derart monströse Gegenstände in den Arsch schiebt. Das findet ihr witzig, war ihr? Das glaube ich. Das ist ja nicht witzig, das ist bitterer Ernst. Und wenn ihr Freund diese Situation verursacht hat, dann sollte der sie doch wenigstens ins Krankenhaus begleiten. Aber das hat sie ihm wohl ausgeredet, weil es ihr peinlich war. Jetzt denken die Ärzte, die hat sich den Schaden ganz alleine zu Hause zugeführt, weil sie so einsam ist und weil sie niemanden hat, der sie pupst.